Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Flying Inspiration. Mein Name ist Patrick und hier auf meinem Kanal werdet ihr alles finden, was sich um das Thema DIY-Reisen und Makeover handelt. Ja, zum Thema Reisen kann ich zurzeit nicht viel machen. Ihr, wie jeder es weiß, es ist gerade seit Corona, wir sind alle zu Hause und ich kann auch nicht arbeiten, also mache ich das Beste draus und habe auch sehr viel bei mir jetzt zu Hause gemacht. Und das möchte ich euch auch zeigen. Ich habe ein IKEA Kallax Regal, das sehr öde war. Also, könnte ich das aufpimpen? Habe ich neu gestaltet mit Wiener Geflecht. Das ist zurzeit sehr in. Habe ich bestellt. Lässt sich super gut verarbeiten. Und was ich jetzt noch mehr gemacht habe, will ich euch nicht verraten. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und zum ersten Mal habe ich auch hier alles besprochen, also das Video ist besprochen. Man hat mir in die Kommentare gesagt, ja, schreib uns das nicht alles, was du da getan hast, das ist ein bisschen langweilig oder es ist halt sehr mühsam. Deswegen habe ich jetzt alles vocal besprochen und sagt mir in den Kommentaren, ob euch das gefällt oder nicht. Und dementsprechend möchte ich meine nächsten Videos dann auch weiter kommentieren per vocal, also mit meiner Stimme. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Ja, für den IKEA-Hack braucht ihr erstmal 4 Türen, einen Deckel. Ich habe da Fichtenholz genommen und ihr könnt das entweder im Baumarkt oder auch bei euch selbst zurechtschneiden, einmal in die Länge und einmal in der Breite. Nachdem ihr eure Breite und Länge habt schneiden lassen oder ihr selber habt es gemacht, müsst ihr natürlich auf das erste Brett müsst ihr euch euren Rahmen malen oder zeichnen. Ich habe das so gemacht, ich habe rechts und links ausgemessen, wie breit ich das haben möchte und um die Rundung zu haben, habe ich einen Eimer genommen und habe das einmal oben und unten eine Rundung reingezeichnet. Hab dann hier, wie jetzt gleich, den Bohrer genommen, einmal ganz unten ein Loch gemacht und bin mit der Stichsäge einmal rum, dann um das Ganze ringsherum. Hab das dann aber auch als Schablone genommen hinterher für die anderen 3 und dann einfach nur noch abschleifen, damit es schön glatt ist. Ja, am zweiten Tag wollte ich das Regal streichen und musste es jedoch grundieren, da das Kallax-Regal melaminiert ist und es bleibt leider keine Farbe drauf. Da habe ich auf den Seiten erst noch die Löcher von den Schrauben zugespachtelt mit einer Paste, einer Holzpaste und nochmal drüber geschliffen, damit es weich und glatt ist. Das Regal nochmal richtig schön sauber gemacht und entfettet. Und musste es natürlich noch ein bisschen anrauen mit Schleifpapier, dann nehmt ihr ein 320er oder ich hatte jetzt 400er und habe das nochmal so schön angeraut. Dann habe ich diese Allgrundierung genommen, habe das in die Schale gemacht, hier nochmal ein bisschen Alu, damit man das nicht die ganze Zeit waschen muss. Die Grundierung drauf gemacht, das ging eigentlich recht flott, ist auch sehr schnell eingetrocknet, muss ich sagen, und es steht zwar drauf, man soll 6 Stunden warten, aber es war super schnell trocken, habe ich das dahinter gleich nochmal bemalt. Für mein Holz habe ich auch nochmal eine Grundierung genommen, da Fichtenholz nicht mal Tannine freigibt, habe ich das dann nochmal mit einem Blocker gemacht und habe das ganze Holz auch nochmal grundiert. Ja, und am dritten Tag habe ich die ganzen Fronten und auch oben nochmal das Holzbrett nochmal geschliffen, denn Fichtenholz hat die Eigenschaft, es wird recht porös, wenn man es zum ersten Mal streicht, denn es ist ein frisches, nasses Holz.
Wie gesagt, noch einmal drüber gehen mit dem Schleifpapier, das schön glatt ist, sonst wird es wie hier auf dem Möbelstück, das ich euch gerade zeige, man sieht es nicht so gut, es ist recht porös geworden. So, den oberen Deckel habe ich mit Montagekleber befestigt, denn ich wollte es nicht reinnageln oder reinschrauben, denn ich habe diesem Kallax-Regal nicht so wirklich getraut, weil das ist auch recht, das ist wie Pappe, und habe dann einfach den Montagekleber, funktioniert gut. Ja, dann hier, oh, sieht wunderschön aus. Einmal die Farbe richtig schön geschüttelt, immer noch eine super tolle Farbe. Ich schreibe euch das gerne in die Infobox, was ich benutzt habe. Fangt am besten an, die Innenseiten von den Fenstern zu streichen, weil das ist die mühsamste, und dann hinterher mit einer Rolle die Seiten. Man streicht das alles zweimal, damit man ein gutes Finish hat. Einmal reicht leider nicht. Es muss wirklich ein schönes Finish sein, und man sieht auch beim ersten Mal noch ein paar Stellen, wo man dann beim zweiten Mal besser nochmal drüber rollt, und das ist gut. Diesen Step bitte nicht beachten. Das sind diese, die ich nicht genommen habe am Schluss, weil das nicht funktioniert hat. Das waren die Scharniere. Dann das zweite Mal, ich habe das morgens zum ersten Mal gestrichen, und im zweiten Mal habe ich das nachmittags gemacht, hat es gut getrocknet, und dann wurde das echt zum schönen Finish. Ja, und am vierten Tag kam das Wiener Geflecht. Es war super schnell da, es ist ein sehr schönes Material zu arbeiten. Ihr guckt dann auf der Seite nach den Punkten, ich habe das so gemacht, okay, es bleiben mir so und so viele Punkte, dann zwei links und drei rechts. Und dann habe ich einfach mit der Schere hin, habe das durchgeschnitten entlang der Punkte. Guckt lieber zweimal, das ist recht teuer. Dann nehmt ihr einen Tacker und fangt schon mal unten an, zwei, drei Tackerstöße reinzusetzen. Und dann zieht ihr es ganz straff, wie ich das hier auch gemacht habe, und tackert es dann auch an, damit Spannung drin ist. Und dann rechts und links an den Seiten. Dann hat es mir nicht so gefallen, so ganz, dann habe ich lieber nochmal so Dreiecke reingeschnitten, damit es ein bisschen edler aussieht, und bin dann auch nochmal mit dem Tacker hin. Die Füße habe ich auch nochmal goldig gesprayt, damit es auch ein schönes Finish hat. Das sind diese alten Scharniere. Wie ihr seht, es ging nicht sehr gut zu. Man hatte Abstand gehabt, und hinterher gingen die Türen überhaupt nicht zu. Deswegen habe ich mir gesagt, ich kaufe mir lieber diese, die ich schon mal hatte, diese Topfscharniere, die gehen mir nämlich bündig. So, jetzt kommt es zum heikelsten Thema. Ich hoffe, ich kann es gut erklären. Und zwar, ihr nehmt eine Schablone, dann einen Pfostenbauern. Es gibt es in einem Set. Das ist die sind die Scharniere. Das sind diese Topfscharniere, die bündig dann zugehen. Ihr nehmt die Schablone und zeichnet in den letzten Löchern einen Punkt. Die bohrt ihr vor. Ich habe das eingebohrt und wieder rausgebohrt. Hab's geguckt, nehmt dann aber zu ganz kleine Schrauben und guckt, dass das erste Teil mit der Schraube nach hinten guckt. Jetzt aber noch nicht fest befestigen, so sieht es befestigt aus. Dann nehmt ihr die erste Tür, schiebt sie dran, ich habe da so ein bisschen Erhöhung genommen, setzt das Scharnier nochmal an und macht in der Mitte auch nochmal einen Punkt auf der anderen Seite von der Türe. Da habt ihr dann auch einen Punkt und geht mit dem Pfostenbohrer dann drauf und macht euch diese zwei Löcher. Setzt dann das Scharnier ein. Jetzt wird es tricky, denn ihr müsst mit dem Scharnier spielen, hinten und vorne. Wenn ihr vorne ein bisschen schraubt, dann kommt es ein bisschen vor. Wenn ihr hinten schraubt, dann geht es rein. Also müsst ihr ein bisschen mit rumspielen. Dann habe ich mir Magnete noch geholt und Knöpfe und habe die installiert, und dann war das auch schon fertig. Damit das Ganze perfekt ist, habe ich mir noch Schablonen gemacht, denn ich wollte eine Gallery Wall haben. Und damit ich das so ein bisschen sehe, wie das visuell wirkt, und bevor ich da überall Nägel reinhaue, habe ich mir die Schablonen gemacht, habe hinten noch so ein Loch reingemacht, geguckt, okay, da kommt ja dann der Nagel rein, und habe die dann schön an der Mauer drapiert.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich gerade gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall super happy mit meinem Ergebnis. Ich hoffe, ihr könnt das auch nachmachen. Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles hundertprozentig so ist, wie man ein Möbelstück haben sollte oder haben möchte. Ich bin Hobbyheimwerker, ich habe das so gemacht, wie es mir gerade so gekommen ist. Also möchte ich euch auch dafür bitten, damit ihr das auch so macht. Ich ermunter jeden, es auszuprobieren. Ich habe es einfach ausprobiert. Das ist mein erstes Stück, das ich gemacht habe. Also und ich bin mega happy. Ja, vielen Dank auch an die ganzen Mitarbeiter vom Bauhaus, die uns in dieser Zeit auch noch helfen. Und die ganzen Postboten, die wo ich Sachen bestellt habe über Amazon, die ganzen Amazon-Mitarbeiter. Also vielen Dank an die ganzen Online-Händler auch. Und das es uns ermöglicht, auch zu Hause noch etwas zu tun. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und euch auch bitte abonniert. Ja, und ja, was kann man in den Tagen einem wünschen? Viel Gesundheit, bitte bleibt alle gesund. Schützt euch, wenn ihr rausgeht, bitte mit Maske. Ich finde, das ist das A und O auch. Und ja, demnächst bald wieder. Ich habe noch andere Projekte, die ich euch bald zeigen möchte. Und würde mich freuen, wenn man sich bald wieder sieht. Genau. Also bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald.